Alle Fahrradkanalgucker herzlich begrüßt. Heute nun der Brenntest. Und beginnen möchte ich, wie gesagt, mit meinem Favoriten, dem selbstgebauten. Die sind ja alle drei mehr oder weniger selbst gebaut, bis auf das eine Modell, das eckige, das quadratische Modell, was fertig gekauft ist, von mir ein bisschen modifiziert worden ist. Ja, wie gesagt, in diesem Video heute geht es hier darum, um euch mal zu zeigen, wie diese drei Modelle so in der Ausbeute sind vom Brennen, von der Hitze, vom wie es überhaupt so ist, wie es sich anfühlt. So, das ist jetzt hier die Brennpaste. Normalerweise ist der Deckel hier drauf. Ich habe den schon mal abgemacht. Ist auch schon ein bisschen was raus aus dem Töpfchen, weil ich natürlich einiges getestet habe. Wie gesagt, beginnen möchte ich mit meinem Favoriten, den man mit einem Windschutz entsprechend als Rohr gebogen. Ja, man kann das hier schön reinstellen. Ich habe das ja in dem vorangegangenen Video erklärt. Dann zünde ich die Paste hier an. Okay, man sieht jetzt die Flamme nicht so gut, aber das können wir ja gleich noch mit dem Licht entsprechend ein bisschen darstellen. Ich mache es mal jetzt hier ein bisschen dunkler. So, ich glaube, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ich hoffe, die Kamera nimmt das noch auf. Ja, dann macht man, ihr seht, jetzt ist die in etwa so hoch. Viel wird sich da jetzt auch nicht verändern. So, dann kann man hier, wie gesagt, mein selbstgebautes Windschutzblech, was ich gebogen passend auf 100 mm habe, damit es hier dann um das um den entsprechenden Lüftungsgitter Anschlussrohr hier drumherum passt, hier entsprechend so, und schon ist es hier fixiert. Ich kann das jetzt theoretisch so nehmen und quasi schon so theoretisch laufen lassen. Es kommt hier schon eine nette Wärme an, hier oben. Ich versuche mal ein bisschen mehr einzufangen. Ist jetzt ein bisschen schwieriger bei der Höhe hier. Von daher, ja, ich kann hier jetzt noch meine Hand hinhalten. Das wird sich aber noch im Laufe der Zeit ändern. Jetzt wird es schon langsam ein bisschen heißer. Wie gesagt, um die Hitze dann jetzt noch ein bisschen zu steigern und den Strömungseffekt, wie gesagt, unten ist ja offen durch diese Lüftungsschlitze, die ja hier umgekehrt unten am Boden sind, kann die Luft von unten, deswegen hat das auch noch den Vorteil hier, meine Füßchen, dass es da, also man sollte das hier unten auch nicht dann zustellen. Man sollte immer dafür sorgen, dass das hier unten ein bisschen hier frei ist, ein paar Millimeter. So, und dementsprechend kann die Flamme dann auch gut Luft nachfördern. Ja, jetzt ist es so, jetzt müsste man hier entsprechend, dieses Lüftungsgitter entsprechend einsetzen, und man hat dann den Vorteil, dass jetzt hier ein bisschen Strömungswärme entsteht und auch ein bisschen der Luftstrom etwas mehr konzentriert wird, weil hier die Gitter entsprechend schräg gestellt sind, also entsprechend hier die Strömung schräg rauskommt, also man kann den Anstellwinkel mit einer Zange entsprechend sich ein bisschen hinbiegen, ob man es flacher haben möchte oder steiler. Jetzt merkt man auch schon, hier ist jetzt schon, ja, also hier ist es schon recht heiß. Das wird dann auch nach einigen Minuten noch viel wärmer. Und wie gesagt, ich finde dieses Öfchen hier, also ich persönlich, das hier ist so mein Favorit. Den kann man dann auch mal morgens früh um
2 Uhr anmachen und laufen lassen, wenn es so im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Zeltplätze, ich weiß nicht, Mike, glaubt, die machen immer erst die Saison, die beginnt meistens erst so im Ende März oder Anfang oder Mitte April, ich weiß es nicht so genau. Von daher hätte man dann die Möglichkeit, die Saison im Zelt, wer es ein bisschen muckelig wärmer mag, verlängern zu können. Ich werde natürlich auch ein paar Links noch reinstellen zu 2 anderen YouTubern, die haben diesen Hochsitz, diese Hochsitzheizung getestet. Ich glaube, einer hat die Original verwendet und getestet und auch mit Temperaturen Vergleiche im Zelt. Und ja, die haben so im Schnitt beide festgestellt, einer hat einen Nachbau gemacht, relativ easy, ein bisschen, naja, finde ich ein bisschen sehr einfach, ganz einfach zum Nachbauen. Muss aber jeder selber wissen. Ich wollte es ein bisschen fester haben. Und oh, jetzt kann man da oben schon fast nicht mehr drauf fassen. Wie gesagt, es läuft noch. Kann man jetzt natürlich mit der Hitze nicht sehen. Ja, und die beiden Links stelle ich euch natürlich unter dem Video zur Verfügung. Schreib auch rein, um was es da geht. Wie gesagt, die haben das in einem Zelt getestet und beide haben so in etwa festgestellt, bei Außentemperaturen so um die 0 Grad hatten sie innen dann 10 Grad plus. Gut, das muss dann halt jeder mal selber herausfinden, wie das ist, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich sag mal so, der Ernstfall, der steht auch bei mir noch natürlich an. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier draußen im Garten mein Zelt aufzubauen, hier im Winter bei der hohen Luftfeuchtigkeit mit dem nassen Rasen. Nö, nicht wirklich mein Ding. Gut, so, jetzt habt ihr das Teil hier gesehen. Übrigens könnte man hier oben auch noch eine Schlauchschelle, wie ich sie hier unten habe, drum machen, wer es mag. Und das Ganze ist dann ziemlich kompakt und fest. Bleibt halt jedem selber überlassen. Gut, das wäre jetzt hier mein ernannter Selbstnachbau-Favorit, sage ich mal. Den werde ich sicher auch so mitnehmen. Natürlich kann man hier oben drauf auch wirklich kochen. Dauert nur alles ein bisschen länger. Müsste man gucken, ob man das noch modifiziert. Wie gesagt, ich habe ja hier schon Punkte drauf gemalt. Da könnte ich noch Lüftungsbohrungen machen, damit die Flamme direkt auf der Höhe noch besser direkt Luft ansaugen kann. Das würde den dynamischen Effekt des Kamineffekts der Luftströmungsgeschichte noch, denke ich mal, eventuell ein bisschen erhöhen. Müsste man ausprobieren. Ich fand es jetzt so, wenn man es hier jetzt nach ein paar Minuten hat laufen lassen. Ihr seht ja im Video, wie lange es jetzt gedauert hat. Also hier auf der Höhe wird es mir schon fast ein bisschen zu heiß. Ich muss mal gerade die Kamera ein bisschen schwenken, damit ihr mal seht, auf welcher Höhe. Das ist jetzt hier schon sehr heiß. Da kann man also gerade noch so die Hand hinhalten. Ich muss mal gerade gucken, wie viel Zentimeter das so sind. Also hier so. Ja gut, man muss ja hier ein bisschen nach vorne gehen, weil die Strömung so ein bisschen hier nach durch die Lüftungsschlitze ein bisschen in die Richtung hier getrieben werden. Ja, also ich sag mal so, hier, das sind so roundabout 18 Zentimeter, ist es schon sehr, sehr heiß. Also ich möchte jetzt nicht hier unten, also da kann man jetzt nicht mehr die Hand hinhalten. Also wie gesagt, na, nach ein paar Minuten ist das schon sehr, sehr heiß. Von daher, gut, das ist natürlich kein Schnellkocher. In dem Sinne, es ist halt, soll es ja auch nicht sein. Es soll ja eine Heizung sein mit der Option, man kann da auch was drauf kochen. Gut, was jetzt natürlich noch ist,
Man kann jetzt natürlich, ich nehme jetzt mal das Blech ab, man kann natürlich jetzt hier oben drauf sich auch noch, das hatte ich eigentlich auch noch vor, mir ein Gitter zu besorgen und ja, dann kann man hier eben auch direkt etwas besser, weil diese Lüftungsschlitze hier, die hier drin sind, sind nicht so ideal, um hier einen Topf drauf zu stellen. Die Fläche ist nicht so gerade und so gut. Und hier hat man hier jetzt die Möglichkeit, da jetzt dann eben etwas besser und sicherer die Sache ist. Natürlich jetzt hier ein bisschen labbrig. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht kaufe ich mir mal so ein Edelstahlgitter und schneide das dann entsprechend passend mit 10 oder 20 Zentimeter mehr im Durchmesser und biegt das dann entsprechend auf 100 mm Durchmesser um. Dann kann man das draufsetzen. Das reicht ja für ein kleines Camping-Kochtöpfchen. Ja, das sollte jetzt erstmal hier das hier mit diesem meinem Favoriten mit dem Windschutz, umgebauten Windschutzgitter erstmal sein. Jetzt würde ich als nächstes mal den entsprechenden Fertigofen testen. Der kommt jetzt als nächstes. So, das ist jetzt hier der fertig gekaufte Holzofen. Den wollen wir jetzt auch mal testen. Ja, hier die Brennpaste kann man dann von oben oder hier von hier aus. Ihr seht schon, das ist ein bisschen hakeliger, ein bisschen umständlicher. Dann reinstellen, beziehungsweise ich würde die vielleicht tatsächlich hier von außen entsprechend anmachen, die Paste, und dann so hineinstellen. Ich mache mal das Licht aus. Ich hoffe, man sieht. Ja, man sieht so gerade auf der Kamera. Sie flackert so locker vor sich hin. Gut, dann mache ich hier jetzt zu. Ja, und eigentlich ist es dann das jetzt auch schon. Mehr kann man jetzt hier nicht machen. Man kann jetzt hier noch das Original Edelstahlgitter hier oben drauf machen. Und ja, es wird jetzt hier auch schon gut warm. Also zum Kochen ist es sicher angenehm und eigentlich kann man das Ganze dann auch über Nacht oder wie gesagt, wenn man mal morgens um 2, 3 Uhr, dann ist es meistens ziemlich kalt, so wie ich festgestellt habe auf meinen Touren, auch wenn tagsüber bullige Hitze war von 30, 35 Grad. War es nachts dann doch recht frisch auf dem Campingplatz. Morgens früh ist dann so der Tiefpunkt bei 3, 4 Uhr morgens. Wie gesagt, so eine Paste hält so ungefähr laut den Angaben von den anderen YouTubern, die so Öfen schon getestet haben, 2, 2,5, 3 Stunden. Wenn man die bestellt, die Pasten, da steht 3 Stunden, glaube ich, dabei, würden die brennen. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch immer davon ein bisschen ab, wie das Ganze jetzt von der Luftströmung entsprechend dem Kamineffekt ja quasi dazu bewegt wird, dass mehr oder die Flamme besser oder schneller verbrennt. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die entsprechende, ja, den Verbrauch der Flamme. Ihr seht, ne, das flackert dann so gemütlich da innen vor sich hin. Ich mache mal eine Lampe aus, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Wie gesagt, jetzt ist hier auf circa 10 cm Höhe schon ordentlich Hitze. Das kann man meiner Meinung nach nachts dann auch gut durchbrennen lassen. Und in diesem praktischen kleinen Öfchen, den man auch falten kann, was ich wie gesagt auch ganz besonders pfiffig fand, kann man das dann entsprechend über Nacht brennen lassen. Ist wie gesagt auch mit dem Beladen, wenn die Paste leer ist, recht gut zu machen, recht einfach und
Ja, man kann sich natürlich dann hier auch eine Zange nehmen und kann die Brennpaste dann hier rausnehmen und man kann das dann entsprechend löschen. Deckel drauf, Klappe zu, Affe tot, wie auch immer. Und also den Ofen fand ich jetzt auch so nicht schlecht, wenn ihr den denn nicht als Zeltheizung verwenden wollt oder auch. Man kann damit beides gut machen, man kann damit auch gut kochen. Fand ich jetzt von der Kompaktheit, wie gesagt, wie man den zusammenfalten kann, auch sehr pfiffig. Okay, muss aber jeder selber wissen, wie er das am besten für sich findet. Ne, man kann ja niemanden, ne, der, wie sagt man immer, des Menschen Wille ist ein Himmelreich oder so. Da gibt es ja auch so Sprichwörter. Okay, gut, jetzt kommen wir zu meinem ersten Versuch, diesen entsprechenden Hochsitzofen, ich finde den Namen immer irgendwie total lustig, diesen Hochsitzofen entsprechend nachzubauen. Ja, wie gesagt, hier jetzt auch diese 100 mm, ein 100 mm Alurohr, ich habe nochmal nachgeguckt. Der Randdurchmesser oder die Wandstärke, so nennt man das, ist 3 mm. Und ja, dementsprechend noch finde ich mit einem 100 mm Rohr die leichtere Variante. Die anderen beiden YouTuber, die haben, glaube ich, ein 120 Außenmillimeter Durchmesser Rohr, Alurohr, finde ich dann schon ein bisschen sehr übertrieben. Und das wiegt ja auch was. Ach ja, wiegen müssen wir die drei Varianten natürlich nachher auch noch. So, also wie gesagt, ich habe das hier noch so einen kleinen Stutzen. Den kriegt man, Blechstutzen verzinkt. Den kriegt man hier für diese Lüftungsrohre hier im Netz zu kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Ding ist. Das ist jetzt 80 mm lang oder 8 cm. Ich habe es jetzt hier ein bisschen eingeschlitzt, weil es eigentlich ein bisschen hier jetzt in dieses Alurohr, ich habe also hier vier Schlitze von circa 2 bis 3 cm reingemacht mit der Blechschere und das ein bisschen nach außen gebogen, ganz leicht, weil sonst würde es jetzt hier außen nicht so gut drauf passen. Und das Ganze habe ich dann auch hier oben gemacht, hier allerdings nicht ganz so tief eingeschnitten. Hier vielleicht nur so 5, 6 Millimeter, na, ist doch 1 cm auch, damit das dieses Lüftungsgitter hier oben dann auch, weil das passt nämlich sehr genau und beim Einfädeln ist das ein bisschen tricky. So, gut, das jetzt dazu. Wie gesagt, hier dieses Standkreuz als unteres Teil, also auch ein Lüftungsgitter, nur entsprechend andersrum. Wie gesagt, hier habe ich in der Mitte dann ein Loch durchgebohrt, durch eine hier Lamelle, die habe ich ein bisschen flach gebogen, ist aber ein bisschen instabil gewesen, deswegen habe ich hier von oben noch vier Schrauben gemacht. Die gehen allerdings hier unten nicht durch, die sind nur hier um den Abstand herzustellen, damit das hier entsprechend anliegt, weil das Ganze ist ja hier ein bisschen höher, hier in der Mitte und hier außen ist es ein bisschen niedriger, wenn man das hier in der Mitte, wenn man das hier dann fixiert. Okay, das noch mal so zur Erinnerung. Okay, jetzt will ich die Brennpaste auch hier mal anmachen und hineinstellen und ihr werdet sehen, dass dieses Öfchen hier deutlich besser brennt. Das hat aber auch, ich versuche mir das jetzt ein bisschen so zu erklären. Also die Flamme, ihr seht, die flackert jetzt relativ einfach vor sich hin. Wenn ich das Rohr drauf mache, wie gesagt, ich habe hier ja 6 Lüftungsbohrungen ringsrum gemacht, gleichmäßig verteilt. Die sind genau auf der Höhe wie der Rand hier von der Dose. Das habe ich entsprechend ausgemessen und dann hier markiert und dann entsprechend gebohrt. Das sieht so aus wie bei einem Gasherd. Die Flammen, die dann wirklich schön gleichmäßig da brennen, sind aber nicht 6, sind nur
4 Stück. Warum, wieso, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das wie so ein bisschen ein Düseneffekt. Also da wird deutlich mehr Hitze erzeugt, habe ich so das Gefühl. Übrigens, hier habe ich die Rändelschrauben. Die sind heute gerade gekommen. Ich hab aber erst nur eine geschafft, die zu kürzen, weil leider sind sie zu lang. Ich muss die so einen Zentimeter kürzer machen, weil so riesig lang müssen die jetzt nicht sein. Das sind, glaube ich, im Fünfer oder im Vierer. Müsste ich nochmal nachgucken. So, also wie gesagt, die kann man dann hier handfest anziehen und das Ganze dann dadurch fixieren, damit das Unterteil hier hält und beziehungsweise das Rohr hier wackelfest ist. Ja, eigentlich sollte jetzt hier so ein bisschen der Düseneffekt zu sehen sein, sehe ich aber jetzt gerade nicht so. Warum, weiß ich nicht. Das bildet sich wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit, wenn hier unten auch mehr Wärme angekommen ist, weil das heizt wohl die Brennpaste auch ein bisschen auf. Und das führt das Ganze dazu, dass natürlich dann auch mehr Verdunstung angeregt wird von der Brennpaste. So könnte ich mir das erklären. Gut, macht ja nichts. Ich mache jetzt mal hier noch den Deckel drauf. Jetzt wird es schon direkt hier sehr heiß. Ja, und jetzt bildet sich auch schon fast dieser Düseneffekt an der Flamme. Wir mal gucken, ob ich das jetzt hier ein bisschen zeigen kann. Da ist das Licht schon aus. Muss mal eben gucken, damit ihr da reinschauen könnt. Beziehungsweise ich auch. Muss natürlich schauen, dass das hier nicht zu heiß wird am Kopf der Kamera. Ihr seht, das brennt relativ gleichmäßig und ja, es ist mehr so eine Flamme, die außen so 4 Flammen hat. Ich habe auch die Löcher mal zugehalten, als das Ding so ein bisschen länger in Betrieb war. Da konnte ich jetzt hier die Hand auf 10 cm Höhe nicht so hinhalten. Also es dauert eine Weile, bis das Ganze dann wirklich diesen Effekt hat und ja, dementsprechend dann auch warm ist. Also ihr seht vielleicht so ein bisschen, ja, jetzt bildet sich dieser 1, 2, 3, 4, es sind sogar vielleicht 4 oder 5 bläuliche, am Rand befindliche, so düsenartig aussehende Flammen. Also wie gesagt, je wärmer das Ganze wird, desto mehr scheint sich das Ganze dann auch auszubilden. Ja, also der Ofen ist sehr gut im Heizwert, finde ich. Von daher, also was jetzt die Ausbeute und wahrscheinlich das Anheizen oder Einheizen des Zeltes anbelangt, ist dieser sehr effektiv, denke ich mal. Wie gesagt, rührt wahrscheinlich daher, weil eben da auch ein längerer Kamineffekt ist und hier noch die Düsenlöcher sind. Wie auch immer. Ja, mal schauen. Vielleicht werde ich diesen, weil ich finde den einfach zu sperrig, den werde ich also mit Sicherheit nicht benutzen. Nicht für meine Fahrradtouren. Mal schauen. Vielleicht werde ich den zwischen Weihnachten und Neujahr in einem Gewinnspiel entsprechend verlosen. Schauen wir mal. Näheres werdet ihr dann noch erfahren. Gut, jetzt würde ich sagen, kommen wir als nächsten Punkt noch zum Wiegen. Ich denke, das ist sicher für euch noch ganz besonders interessant. So, jetzt sind wir auch schon beim Wiegen. Das ist, wie gesagt, mein Favoritenmodell, was ich persönlich am leichtesten finde und auch am transportabelsten, also vom Transport kommt vorher. Ja, und wir schauen mal dort unten hin, was da auf der Waage steht. Ich hoffe, man sieht's. Es sind so knapp 400 Gramm.
Also, damit ihr seht, dass ich nicht schummel. Ohne ist 0 und mit dem Ofen steht das Ganze jetzt auf 400 Gramm. Das wäre jetzt mein Favorit. War übrigens mit einer fast leeren nee, das war ohne Brennpaste innen drin. Das hier ist auch ohne Brennpaste. So, dieses Öfchen hier, das wiegt denn schon 860 Gramm. Also das ist schon ganz ordentlich. Also gut das Doppelte von dem anderen Öfchen, was ich meinen Favoritenofen nenne. Und natürlich ohne Brennpaste. Und jetzt kommt dieser erste Brennofen, der Einfachheit halber ohne Brennpaste, die war jetzt fast leer, damit man, ich habe dies nur, so ihr seht, hier ist jetzt ohne, das ist jetzt wie gesagt das die erste Variante. So, und na doch, ist dann doch noch ein bisschen leichter, wiegt 860 Gramm. Ja, macht dann doch schon einen Unterschied. Also das wäre jetzt knapp das zweitleichteste Zeltöfchen. Aber wie gesagt, die beiden finde ich eigentlich am sperrigsten. Das und das hier, ihr seht schon, deswegen hatte ich das, die Paste da unten reingemacht, damit ich das fixieren kann. Na, man sieht, das ist dann schon hier sehr wackelig. Also diese beiden wiegen so, man kann sagen, roundabout knapp 1 Kilo je Stück. Und eben dieser Brennofen hier mit dem Winkel bzw. mit dem Windschutzblech gebaut, ist einfach der Favorit. Mein ganz persönlicher Favorit, den werde ich dann auch verwenden. Okay, also macht's gut und tschüss, winke, winke.